Ja, hallo zusammen da draußen und seid mir gegrüßt hier bei Steckis Pictures World zu einem neuen kleinen Beitrag von mir. Ja, alles legal, alles mit Genehmigung. Was steckt dahinter? Es geht heute bei meiner Fototour, die ich übrigens von meiner lieben Kamerafrau zum Geburtstag als Gutschein bekommen habe. Sie wird mich übrigens auch begleiten auf dieser Tour heute. Und wir beide werden zusammen ein Gebiet erforschen, was jetzt nicht unbedingt wandertechnisch so herausfordernd ist, aber vielleicht fototechnisch doch mal eine andere Ansichtsweise darbietet. Um was es sich genau handelt, werde ich euch jetzt kurz mal präsentieren. Übrigens, bevor hier Fragen aufkommen, auch das ist mit Genehmigung passiert. Also falls da sich Leute dran anstoßen. Es ist alles, wie gesagt, legal. Es ist alles auf Basis der Firma, die ich euch gleich im Anschluss dann einblende, mittels einer Webseite passiert. Und ich lade euch herzlich dazu ein, mit mir und meiner Kamerafrau Ines dieses Gebiet mal zu erforschen, zu durchschreiten und das eine oder andere Foto, was vielleicht nicht alltäglich so zu sehen ist, ja, mit uns zu betrachten. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Kann sein, dass ich da auch zwei Teile draus mache, aufgrund der Vielfältigkeit und aufgrund der Menge an Fotos, die dabei rausgekommen ist. Muss ich mal schauen. Aber auf jeden Fall jetzt erstmal die Aufnahmen, um was es eigentlich geht. Und dann melde ich mich nochmal bei euch. Schaut mal hier. Thank you.
Ja, sieht schon beeindruckend aus, so im ersten Moment. Aber wartet mal ab. Ja, es handelt sich bei dieser Location um ein sogenanntes Lost Place. Wir sind hier in den Feintuchwerken von Forst, beziehungsweise später dann auch noch im Ferndampfwerk, was übrigens 1991 stillgelegt wurde. Und diese Feintuchwerke waren in den 70er Jahren als VEB Textilkombinat Cottbus, sprich TKC, bekannt. Ja, und bis 1991 am Produzieren. Was wir hier genau an Fotomotiven eingefangen haben, werden wir euch jetzt in einer kleinen Fotoshow wahrscheinlich zweiteilig werdend zeigen. Und diese Impressionen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Wie gesagt, dieses ganze Gelände ist organisiert. Ich blende euch jetzt mal die Webseite dazu ein. Könnt da gerne mal raufschauen und euch da informieren. Wirklich interessante Sachen bei. Für mich jetzt erstmal die Forster Feintuchwerke. Und wir wünschen euch viel Spaß beim Betrachten der Bilder. Bis später. Nun, ich denke, die eine oder andere Aufnahme, ob jetzt von Ines gemacht oder von mir gemacht, ist jetzt erstmal dahingestellt, hat doch seinen Reiz vielleicht nicht verloren. Man kann sich durchaus vorstellen, was für ein wirtschaftliches
Leben hier geherrscht haben muss, zu Produktionszeiten. Ja, vorbei ist vorbei. Wie man sieht, es ist alles am Verfallen, am Verwittern. Die Dächer sind doch arg in Mitleidenschaft gezogen. Wer da nicht schnell genug hinterher ist, den wird die Realität doch eines Besseren belehren. Aber ihr habt gesehen, man kann sich auch in solch einem Lost Place durchaus fotografisch betätigen. Und nochmals erwähnt, dies ist alles auf legalem Weg passiert. Es ist nicht irgendwo ein Betretungsverbot gewesen, beziehungsweise da, wo eins bestanden hat, waren wir natürlich auch nicht drin. Selbst dieser Drohnenflug war legal und mit Absprache genehmigt. Also insofern hoffe ich doch, dass wir uns auf sicherem Terrain begeben haben und euch mittels diesen Ausflug in diese Forster Feintuchwerke beziehungsweise später dann im Ferndampfwerk uns fotografisch betätigt haben. Ich hoffe und wünsche, euch haben die Bilder gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, dann verpasst ihr nichts. Wir wünschen euch bis dato alles erdenklich Gute, bleibt sauber, habt schöne Ausflüge für eure Fototouren, eure Wanderungen und was immer ihr auch unternehmt. Bis dahin, ich sag ciao, euer Stecki. Macht's gut.